Hallo Freunde, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar geht es heute darum, Mr. Do It veranstaltet ein Sommerfest am kommenden Samstag in Schwerte. Und ich werde auch dahin fahren, weil ich ja nicht weit weg wohne davon. Aber so kann ich natürlich nicht hinfahren mit einem Auto, was alltäglich bewegt wird. Deswegen werden wir das Auto mal heute waschen. Und zwar werden wir heute noch ein bisschen Fokus drauf legen auf die Nigrin-Produkte, die ich zuletzt bekommen habe. Deshalb werden wir jetzt heute uns darum mal kümmern, zu gucken, was der Felgenreiniger Evotec drauf hat und danach die Reifenpflege in Seidenmatt anwenden. Ich würde sagen, wir fahren jetzt direkt mal los. Ich muss gerade mal kurz überlegen, zu welcher Waschbox wir fahren. Aber das mache ich jetzt schon mal. Und daher würde ich sagen, sehen wir uns gleich. So Freunde, wir sind da. Wie gesagt, Hauptaugenmerk heute mal auf dem Felgenreiniger Evotec. Habe bislang recht viel Gutes davon gehört. Deswegen bin ich mal gespannt, ob der wirklich so gut ist, weil ich kenne nur bislang den Turbo. Und der Evotec soll aber definitiv besser sein. Im Endeffekt müssen wir den einfach nur auftragen, den einwirken lassen und dann können wir das alles ganz normal einfach absprühen. Ist gar kein Thema. Machen wir jetzt einfach mal, ich sprühe jetzt einfach mal alle Felgen schon mal ein. Dafür muss ich den hier einmal öffnen und dann gucken wir mal, wie das Ergebnis danach ist. Ich zeige euch einmal kurz, wie die Felgen jetzt aussehen. So, hier könnt ihr sehen, die Felgen sind ziemlich dreckig. Wir haben ja recht viel Bremsstaub und ich würde sagen, das ist schon was zu tun auf jeden Fall. Deswegen einfach mal einsprühen. Wir sind auch in einem breiteren Strahl. Nicht so wirklich. Also das Zeug riecht ziemlich aggressiv, also ist nichts für eine feine Nase. So, wir haben jetzt vier Felgen eingesprüht, Flasche ist ungefähr ja, etwas knapp halb leer, würde ich sagen. Ist an sich erstmal in Ordnung, muss ja, weil die halt ziemlich verdreckt sind, deswegen habe ich einfach mal ein bisschen mehr rumgesprüht. Und hier sieht man jetzt eigentlich schon ganz gut die Verfärbung, also diesen Wirkindikator. Das heißt im Normalfall, okay, wir könnten jetzt so langsam mal anfangen, die ganze Chose hier abzusprühen. Machen wir jetzt auch direkt. So, gucken wir mal, was das Ding jetzt runternimmt an Dreck. Muss man sagen, ein bisschen Dreck ist noch übrig geblieben, also hier so an solchen Stellen, aber das ist alles angelöst. Das heißt, wenn wir jetzt einmal mit dem Lappen drüber gehen würden, wäre auch alles weg. Also vom Ergebnis her ist es zufriedenstellend, muss ich sagen. Also die harten Verkrustungen hat er hier im Inneren auch gut gelöst. Geht sogar bis in die Felge rein. Ja, wie gesagt, einmal mit dem Lappen drüber gehen und dann wäre das auch tipptopp sauber soweit. Na, okay, das ist jetzt kein Wundermittel, ist klar. Wahrscheinlich hätte man da richtig viel drauf sprühen müssen. Auch der Sprühkopf ist jetzt nicht optimal. Also der hätte ruhig einen breiteren Strahl machen können. Aber mit dem Ergebnis an sich kann ich erstmal mit leben, würde ich sagen. Jetzt würde ich sagen, mache ich die Karre jetzt einfach mal sauber komplett. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir im Anschluss den Reifenschaum auftragen. Fertig
Leute. Jetzt heißt es, Auto muss jetzt einmal trocknen, die Reifen müssen trocken sein und dann können wir die Reifenpflege aufsprühen und einwirken lassen und dann gucken wir uns da gleich mal das Gesamtergebnis an. So, trocknen ist angesagt, das heißt, das machen wir jetzt aber im Garagen-Style. Wir fahren einfach auf die Autobahn, lassen einmal die Gänge knallen und dann sollte die Karre halbwegs trocken sein danach. Jetzt habe ich gerade ein Auto vor mir und kann nicht beschleunigen. Ich lasse mich mal zurückfallen ein bisschen. So, und ich fahre natürlich maximal 100, so wie es hier ausgeschildert ist, und Kickdown. Ist sogar 120 erlaubt. Und ich sehe schon richtig schön, wie die ganzen Wasserperlen hier wegfliegen. Ich weiß ja nicht, wie schnell der Luftstrom in so einer Waschanlage ist. Aber müsste auch so, glaube ich, an die 100 km/h kommen. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Aber so funktioniert auf jeden Fall gut. So, erste Ausfahrt, direkt wieder runter. Also die Sicht durch die Scheibe ist auf jeden Fall gut. Ist trocken. Der Rest sieht auch nicht so schlecht aus. Aber am wichtigsten ist ja, dass die Reifen jetzt gleich trocken sind, damit wir halt den Reifenschaum auftragen können. Das ist ein ganz einfaches System, also ein bisschen schütteln, aufsprühen und einfach nur einwirken lassen. Wir brauchen da gar nicht irgendwie nacharbeiten, sondern das löst sich einfach auf. Magie. Also wie gesagt, einfach nur einsprühen, einwirken lassen, fertig. So, und ja, wie gesagt, Samstag beginnt das Sommerfest bei Mr. Do It um 10 Uhr. Ich kenne ihn persönlich leider noch nicht. Ich hoffe, ihn da dann einfach mal zu sehen, vielleicht mal ein bisschen zu quatschen auch. Also ich finde das, also großen Respekt an ihn, dass er sowas organisiert auch. Habe auch schon gehört, dass da einige andere, ja, größere YouTuber da sein werden. Ne, mal gucken, ob man da irgendwie ins Gespräch kommt und einfach mal so ein bisschen fachsimpelt. Ne, das sollte, denke ich mal, möglich sein. Ich will es einfach mal hoffen. So, wo stelle ich mich jetzt hier am besten mal hin? Ja, ich würde sagen, einmal Reifenpflege. So, wir gucken einmal und wir sehen, Reifen ist trocken. Sehr gut. Das heißt, einmal hier ein bisschen schütteln. Das Ganze mal einmal einsprühen hier. Ja. Schäumt ja nicht so wirklich. Machen wir noch eine Runde hier drauf. Viel hilft ja bekanntlich viel. Machen wir mal auf die anderen auch direkt drauf hier. So. Ich würde sagen, wir warten jetzt einfach mal die 3 Minuten einfach mal ab. Aber wie wir sehen, sehen wir keinen Schaum. Ja, keine Ahnung. Lassen wir es jetzt einfach mal einwirken und gucken uns das gleich einfach mal an. Also wie gesagt, die 3 Minuten sollten wir dem Produkt mal einmal geben. So, schauen wir uns das jetzt mal nach 3-4 Minuten, ich glaube 5 Minuten sind jetzt sogar rum, mal an.
ganze Reifen ist ein bisschen matschig, also da ist immer noch das Zeug drauf. Und hören wir uns jetzt mal den Felgenreiniger jetzt noch mal im Ergebnis angucken. Fällt auf, dass die Felge ja nicht vernünftig sauber geworden ist. Also wir haben hier echt viel Staub noch drauf. Ja, nicht so cool, ehrlich gesagt. Habe ich jetzt dann doch irgendwie mehr erwartet. Oder das sah am Anfang echt ein bisschen besser aus. Ja, keine Ahnung. Also wir warten jetzt noch einmal kurz, bis es halt richtig durchgetrocknet ist an dem Reifen. Ja, dafür fahre ich jetzt aber erstmal wieder ein bisschen. Das müsste ja dann trocknen in der Zeit. Und dann, ja, schauen wir uns das einmal nochmal kurz an. So, schauen wir jetzt nochmal. Zack. So. Reifen ist so halbwegs trocken, ja, noch nicht so ganz. Aber hier an der Stelle können wir jetzt eigentlich schon gut sehen, dass das eigentlich nichts gebracht hat. Also hier ist es so ein bisschen schmierig. Aber ich weiß es nicht, muss mal hinten gucken. Also hinten, das trocknet so langsam weg. Ja, gut, das sind jetzt fast 10 Minuten oder so. Wenn man sich jetzt hier die Stelle anguckt, sieht man, das trocknet jetzt hier weg, aber sieht genauso aus wie vorher. Also meiner Meinung nach sieht das genauso aus wie vorher. Ich sehe da jetzt irgendwie keine Verbesserung. Ich befürchte sogar, wenn das jetzt alles wegtrocknet hier an den Stellen, dass wir danach irgendwie ja richtig schön so schmierige Schlieren dann haben. Also ich weiß es nicht. Also ich hatte schon Produkte benutzt, die ja von vornherein direkt ein besseres Bild gegeben haben. Also vielleicht liegt es auch an diesem Seidenmatt. Also ich habe eigentlich mal gerne glänzend genommen. Und da sah man im Prinzip sofort das Ergebnis. Das war meistens auch so ein richtiger Schaum. Ne, dann ging man mit dem Lappen noch einmal durch und dann war man durch damit. Und dann hatte man wirklich noch tagelang einen schönen Glanz auf den Reifen. In dem Fall, weiß ich nicht, überzeugt mich das jetzt gerade nicht so wirklich. Ja, was soll ich da großartig jetzt zu sagen? Also ehrlich gesagt bin ich nicht so ganz zufrieden mit den Sachen. Ja gut, ist halt jetzt so. Hätte mir mehr erwartet, aber so ist das einfach. Ich werde die Dinger jetzt wahrscheinlich noch, also zumindest den Felgenreiniger bis Ende benutzen, auf jeden Fall bis er leer ist. Ja, und danach werde ich mich einfach mal nach was anderem umschauen. Und dann ist gut. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht sieht man einige dann am Samstag. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.